Ich krieg ihn noch. Nein, du kriegst ihn nicht. Er ist hier in Zelle 3, in Sicherheit. Warum hast du die beiden Mädchen eingesperrt? Hey, Junge, antworte! Du weißt es. Sag es mir. Na gut. Ruh dich aus und beruhig dich endlich. Vielleicht können wir die Mädchen selber fragen, warum sie eingesperrt wurden. Also wir wissen ja, dass auf sie geschossen wurde. Bloß weiß Dave das, glaube ich, nicht, weil das der Ray nicht gesagt hat. Wir wissen ja immer mehr als er. Aber wir könnten es mal probieren. Zelle 2 wieder, denn die in Zelle 4, die war ja noch nicht so weit. PDA. So, und dann nehmen wir, ist das? Ja, das müsste eigentlich, ja genau, das ist die Zelle 3 ja schon. Und da nehmen wir auch hier Teil 1, würde ich sagen, oder? Nochmal dasselbe, wie gerade eben abspielen. Ach, da ist ja auch mein spezieller Freund. Er betrinkt sich gerade. Und er hat eine Waffe. Draußen schreit jemand. Es schreit jemand? Ja, Mädchenstimmen. Mal sehen. Aha, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Und dann können wir die gute Dame mal fragen, was denn passiert ist. Und weißt du, wovon er spricht? Es war Nacht. Ihr wart in einer Gefängniszelle. Du und noch jemand. Eine Zelle. Wir werden eingesperrt. Wir? Ja. Sie und ich. Wer ist sie? Ich hasse sie. Könnt ihr nicht mal mit Namen hantieren? Ich muss wissen, welche Frau ja was ist. Er hat abgeschlossen. Ach, wie süß. Wenn du mich noch einmal anfasst, dann bring ich dich um. Die Drogen haben wir schon öfter gehört. Weißt du, das glaube ich dir sogar. Zu blöd, dass du dein Messer nicht dabei hast. Tja, wir wissen ja aber... Das habe nämlich ich. Aha. Nett. Sie hat ein Messer. Mein Messer. Was, und das war's? Okay. Dann können wir jetzt vielleicht mal zu der anderen hingehen. Vielleicht funktioniert das ja. Und über das Messer reden. Zelle 4. Jetzt bist du dran. Gemütlich dalungernde Blondie. So, und dann müssen wir auf Zelle 2 und vom 9.11. das Ganze. Exactement. Eine Zelle. Wir werden eingesperrt. Wir? Ja. Sie und ich. Wer ist sie? Ich hasse sie. Sie hat ein Messer. Mein Messer. Mal sehen. Sehr gut. Mensch. Das wird ja echt jetzt irgendwie immer einfacher, habe ich das Gefühl, hier die Flashbacks zu lösen. Du hast gehört, was sie erzählt hat. Sie war in einer Zelle. Jemand war bei ihr. Das warst du, oder? Es war Nacht. Und du hattest ihr Messer. Erinnerst du dich? Konzentrier dich und erzähl mir, was passiert ist. Eine Zelle. Oh Gott. Nein. Sie ist dabei. Aber ich habe das Messer. Er hat abgeschlossen. Die Szene kennen wir schon. Wenn du mich noch einmal anfasst, dann bringe ich dich um. Sie droht mir. Diese kleine Schlampe droht mir. Dieses Miststück. So blöd, dass du dein Messer nicht dabei hast. Das habe nämlich ich. Und das Messer müssen wir irgendwie verlieren, denn es landet ja dann hinter dem Lüftungsgitter. Und was hast du jetzt vor? Wirst du gleich sehen. Was werde ich sehen? Dann messern wir die mal, oder? Ach nein, Lüftungsgitter. Doof. Geh zur Seite. Spinnst du? Los, hau ab. Bitte.
Ich muss hier raus. Mit dem Messer geht es vielleicht. Und sie wird's verkacken. Was ist? Was war das? Sag nicht, du hast das Messer hinter das Gitter fallen lassen. Ach, wie dumm. Halt du deine Klappe, ja? Was willst du? So meinst du, ich schlau. Habe Angst? Jetzt hast du kein Messer mehr. Verdammter Mist. Das Messer ist weg. Hinter das Gitter gefallen? Ja. Mann, wie schlau. Aber war ja abzusehen, denn wir brauchten ja ein Messer für Cliff. Was machst du jetzt? Oh, SMS. Das ist aber schön. Endlich mal nicht mehr hier von einem Flashback zum anderen hangeln, sondern wir kriegen mal wieder eine SMS und wir gehen erstmal in den Korridor raus. So. Und dann wollen wir mal schauen, wer uns hier geschrieben hat. Ich vermute mal, es wird irgendwas vom Kommissar sein. Ja, tatsächlich. Zelle 2 von Joe Moretti. Lesen. Doc, rufen Sie mal zurück, wenn Sie Zeit haben. Gruß Joe Moretti. Auch wenn da das I fehlt. Gut, dann gehen wir mal vor die Tür. Oder können wir gleich hier? Theoretischerweise kann ja niemand mithören, oder? Joe Moretti? Lieber nicht hier drin. Jeder könnte mithören. Ach, mal wieder in den Regen raus. So ein Ärger. So, jetzt aber. Joey, ich rufe an. Hallo, Detective. Ich sollte Sie anrufen. Hey, Doc. Na, was machen unsere Kids? Oh, Sie werden staunen. Ich bin ein gutes Stück weiter. Dann passen Sie mal auf. Ich habe hier auch eine interessante Sache. Wir haben einen Papierfetzen gefunden in der Tasche von Nummer 2. Aha. Tja, und wissen Sie was? Jason aus dem Labor hat sich ein paar Tage damit beschäftigt. Das Ergebnis ist verdammt interessant. Lassen Sie hören. Ziemlich blutige Geschichte. Ein Mädchen wird erstochen. Gar nicht übel, die Zeichnung, wenn Sie mich fragen. Aha, von wem wird sie erstochen? Sieht man das? Von einem anderen Mädchen. Interessant. Das ist alles? Interessant? Ein bisschen mehr Begeisterung bitte, Doc. Jason hat sich ein Bein ausgerissen, um die verdammte Zeichnung sichtbar zu machen. Diese Zeichnungen sind sehr aufschlussreich. Richten Sie Jason aus, dass ich beeindruckt bin. Und? Können Sie das gebrauchen? Das werde ich bald wissen. Ich habe da schon so eine Ahnung. Ein bisschen genauer haben Sie es nicht, oder? Bald. Darum muss ich bitten, Doc. Wissen Sie, ich mag Sie, aber ich weiß nicht so genau, was ich dem Polizeipräsidenten in den Bericht schreiben soll. Das ist ein unangenehmer Bursche. Sie müssten mir irgendwann schon mal ein paar konkretere Sachen sagen. Vielleicht treffen wir uns mal abends auf ein Glas. Jederzeit, hatte ich Ihnen ja gesagt. Okay, ich melde mich. Noch etwas Geduld, Detective. Ach, das ist aber schön. Gut, mich würde jetzt bloß mal interessieren, welches Mädchen hier wen absticht. Das wäre natürlich noch ganz interessant zu erfahren. Aber vielleicht können wir mit der guten Patientin in Zelle 2 reden darüber und herausfinden, was es mit der Zeichnung auf sich hat. Sprich zu uns. Hör zu, Kleine. Ich habe da ein Bild bekommen von der Polizei. Ein Bild, das du bei dir hattest. Es zeigt eine Mordszene. Das Mädchen, das erstochen wird, sieht aus wie das Mädchen, das wahrscheinlich mit dir in der Zelle war. Ich möchte wissen, was zwischen euch vorgefallen ist. Bitte versuch dich zu erinnern. Du warst mit dem Mädchen in der Gefängniszelle. Was ist davor passiert? Komm, ich weiß, du kannst es. Nur diese eine Sitzung noch. Ich frage mich, woher er das jetzt wusste, wer erstochen wird. Ich glaube, Joe hat es nicht gesagt. Und sie klettert auf ihr Türmchen hoch. Oh, so ein Ärger. Beschreibe mir, wo du bist. Es ist der Wachturm. Wie bist du dorthin gekommen? Ich weiß es nicht. Tja, und jetzt?
Gehen wir mal wieder hier rein. Da hinten schwimmt was. Halt, 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 da ist was anderes. Na gut. Ach, wahrscheinlich sollen wir das Licht irgendwie anmachen, oder? Schalter, Schalter, Schalter. So, drück mal hier. Aha. Ah, er funktioniert noch. Das ist schön. Dann drehen wir mal. Mal sehen, ob auch der Schwenkmotor jetzt funktioniert. Es tut sich nichts. Vielleicht ist die Elektrik im Pult feucht geworden. Na super. Was heißt das? Es tut sich gar nichts. Schön. Wunderbar. Vielleicht können wir auch... Mach mal aus. Knips. Okay. Vielleicht können wir jetzt hier was drehen. Nein, es geht nicht. Ich sollte etwas anderes versuchen. Nein, es geht nicht. Ich sollte etwas anderes versuchen. Na gut, dann nicht. Dann probieren wir es mal manuell. Und ja, erstmal überlegen von mir aus und dann können wir das Ganze manuell drehen. Ein alter Suchscheinwerfer. Das hier hinten können wir auch gar nicht auswählen. Es ist bloß einfach sichtbar, dass da ein Boot ist oder ein Schiff. Ich nehme mal an, auf die sollen wir jetzt aufmerksam machen. Oder wir sollen auf uns aufmerksam machen. Nein. Nichts zu machen. Schwächling. Schwächling. Tja, dann... Tja, ne? Tja. Können wir hier noch rübergehen? Scheinwerfer drücken, überlegen, das hatten wir alles schon. Geländer, das brauchen wir bestimmt nicht. Gibt's hier sonst nichts? Ja, wir können ja wieder... Ach, ansprechen, wir können um Hilfe rufen, quasi. Vielleicht, wenn ich um Hilfe rufe? Los geht's! Hallo! Hört mich jemand? Das wird bestimmt von Erfolg gekrönt sein, ganz Hallo. Sicher. Hört mich denn niemand? Ich bin hier oben! Hey, ich bin hier oben! Hilfe! Warnenversuch wert. Es ist zwecklos. Ich muss den Scheinwerfer in Gang bekommen. Ja, das hatten wir jetzt auch schon, soweit waren wir schon, aber drücken hilft nichts. Das hatten wir auch schon festgestellt. Und ansonsten... Oh, das Schiff, das fährt langsam weg. Das ist natürlich doof. Wir können ja aber auch nichts machen an dem Ding ansonsten. Nirgendwo anders hin geht offenbar auch nicht. Nee. Hier ist sonst wirklich nichts. Nochmal überlegen. Zur Landseite ausgerichtet nützt er mir nichts. Ja, so weit war ich jetzt auch schon. Ohne den Motor geht es nicht. Ohne den Motor geht es nicht. Können wir hier noch irgendwas anderes machen auf der Schalttafel? Konsolenschraube, tatsächlich. Mal sehen, wie das Gerät von innen aussieht. Tatsächlich. Die ist ziemlich feucht geworden. Gut. Tja. Wie jetzt weiter? Jetzt braucht man ausgefeilte Elektrikerkenntnisse, nicht wahr? Konsolenplatte. Können wir hier die Dinger auswählen? Nein. Was können wir hier überhaupt machen? Nur die Konsolenplatte auswählen. Ja, toll. Nehmen. Ach so. Aha. Und jetzt? Ein Kabel und eine Kabelklemme oder ganz viele Kabelklemmen. Ich muss es irgendwo anschließen, aber wo? Das ist die Frage. Tja... Drehen wir da mal. Huch. Ah, na bitte. Das ist super. Kannst du auch hier vielleicht irgendwie? Mach nochmal ab. Geht das? Nee. Aber wir können... Ich müsste das Ding irgendwie trocknen. Tja, trocknen, trocknen, trocknen. Wie trocknet man sowas? Uns fährt das Schiff weg langsam. Wir können... Ach, ich habe eine Idee. Wir halten das Ding vor den Scheinwerfer.